Ich bin Gerhard Weiß von Better Space. Mein Name ist Jörg Frohrt, ich leite hier die Gründungsunterstützung der Universität Kassel. Also Exist eignet sich für Studierende, für wissenschaftliche Mitarbeiter, aber auch für Absolventen bis 5 Jahre nach dem Studium, die eine eigene Gründungsidee haben, die eine innovative Gründungsidee haben, die im besten Fall sozusagen auch noch forschungsbasiert ist, diese Gründungsidee, und die diese Idee im Rahmen einer Exist-Förderung umsetzen wollen, um im Anschluss ein Unternehmen zu gründen und auf dem Markt erfolgreich zu sein. Auf Exist sind wir durch das Produktinnovationslab hier in Kassel und die Universität Kassel aufmerksam geworden. Ziel war es damals und ist es auch heute, digitale Innovationen für die Hotellerie anzubieten. Und deswegen haben wir auch die Nähe zur Universität Kassel, also einer Forschungseinrichtung, gesucht. Gestartet sind wir mit einer bunten Mischung aus Marketingmensch, Vertriebsmensch, Entwicklungsmensch. Und heute sind wir bereits ca. 30 Personen. Also Hochschulgründer bekommen ein monatliches Stipendium für ein Jahr und zum Beispiel bekommen Absolventen ein Stipendium von 2.500 Euro im Monat. Zum Stipendium, was man bekommt monatlich, gibt es auch noch Sachmittel für das Projekt in Höhe von 30.000 Euro plus Coachingmittel, die zweckgebunden sind für ein betriebswirtschaftliches Coaching in Höhe von 5.000 Euro. Was aber in vielen Fällen noch viel wichtiger ist, ist die Vernetzung. Man profitiert von dem Netzwerk, des gründungsunterstützenden Netzwerks der Hochschule. Das ist hier in Kassel zum Beispiel das Unikat-Netzwerk. Wir arbeiten zusammen mit sehr vielen Unternehmen hier aus der Region, mit Gründern, die bereits erfolgreich gegründet haben. Und der Ratschlag, das Feedback, ist eigentlich für die Entwicklung eines Geschäftsmodells noch viel wichtiger als das eigentliche Geld. Die Antragstellung bedeutet zwar viel Arbeit, bringt aber einen weiter, um über wichtige Aspekte seiner eigenen Idee nachzudenken. Ich glaube, dass Gründer bei dem Antrag darauf achten müssen, dass sie schon eine recht genaue Vorstellung haben von ihrem Geschäftsmodell, auch von ihrer Innovation. Aus unserer Erfahrung heraus ist es da auch schon wichtig, sehr viel zu kommunizieren. Das heißt zum Beispiel, wenn man eine gewisse Kundengruppe anspricht oder wenn man Vertriebspartner hat, dass man vielleicht während der Antragsphase schon mit denen kommuniziert. Und das kann man auch im Rahmen eines Antrags im Anhang belegen durch sogenannte Letter of Intent. Die Unterlagen werden bei eurem Exist-Ansprechpartner eingereicht und meines Wissens nach gibt es keine Fristen. Den positiven Bescheid haben wir nach circa 3 Monaten erhalten. Also Gründer sollten unbedingt zum gründungsbegleitenden Netzwerk gehen. Das gibt es fast mittlerweile in Deutschland an jeder Hochschule. Diese Netzwerke, so wie wir auch hier in Kassel, haben einen großen Erfahrungsschatz, was eine Beantragung eines Exist-Gründerstipendiums angeht. Sie haben, und das ist vielleicht noch viel wichtiger, auch ein großes Netzwerk, wo man diese Gründungsprojekte mit erfahrenen Unternehmern, mit Unterstützern zusammenbringen kann. Und das alles schärft die Idee und das unterstützt letztlich auch einen Antrag zum Exist-Gründerstipendium.